meinem Kanal. Ich habe heute mal wieder einen Haul für euch. Und zwar, ich habe dieses Mal sehr hirnvoll bei Beauty Bay eingekauft. Bei Beauty Bay gab es vorletzte Woche, oder letzte Woche war es mittlerweile, gab es einen ganz, ganz tollen 30% off. Das heißt, da gab es, glaube ich, ab 60 Euro gab es 10 oder 15%, ab 90 Euro wie 25 oder 20%. Und ich habe natürlich die größte Prozentsatz genommen. Und zwar die 130 Euro, wenn man praktisch 130 Pfund, also knapp 140 Euro eingekauft hat. Dann habt ihr 30% drauf bekommen. Und ich habe mir sehr, sehr coole Items, die ich in meinem Warenkorb hatte. Ich hatte meinen Warenkorb übervoll mit Sachen. Teilweise gab es natürlich nichts mehr. Ich habe mir nämlich auch geschworen, dass ich die nächste Zeit sehr viel hirnvoller einkaufen werde, weil it is massive. Also ich habe wirklich sehr, sehr krass viele Sachen hier zu Hause. Und ihr wisst, ich bin ein absoluter Beauty-Junkie und wie ihr seht, ich habe jetzt sogar gelernt, wie man Lashes aufklebt. Ich bin total entzückt. Das sind die Wispies von Ardell. Ich habe aber neulich so richtig fette getragen, die ich mittlerweile super gerne mag. Durch den Fingerskleber von Kiss, also ich glaube, das ist der Kiss Fingerskleber, genau. Ich habe den gerade wieder in meiner Schublade. Es ist mir halt einfach gelungen, einen Kleber zu finden, der so gut antrocknet, dass ich praktisch ganz einfach die Wimpern ansetzen kann und dann links und rechts verdrücken und fertig. Und dadurch, dass ich halt echt wenig Wimpern habe, finde ich, macht es den Look ganz, ganz toll. Ich habe heute in diesem Video mein Piercing schon. Ich habe das mir jetzt am Mittwoch stechen lassen, weil ich habe jetzt ganz, ganz schnell das Video jetzt dazwischen gepackt. Am Sonntag kommt eine Art Get Ready With Me. Ich zeige euch einen ganz tollen Smoky Eye Look mit ganz vielen Produkten aus dem eBay-Einkauf. Das Video verlinke ich euch hier oben bei der lieben Heidi. Und auf jeden Fall zeige ich euch jetzt, was ich beim 30% Sale alles geshoppt habe. Ich habe gerade die Pro, Pro Matte Foundation von LA Girl drauf. Und das ist absolut meine Lieblingsfoundation geworden. Und ich habe mir Backups gekauft, weil die kosten, ich glaube, 11,25 Euro oder so. Und das kostet natürlich dann unter 10 Euro. Und zwar in der Farbe Neutral, Medium Beige, Medium Beige. Weil Medium Beige ist diese Farbe, die kann ich nahezu alleine tragen. Und davon habe ich jetzt zwei Backup-Flaschen gekauft, selbstverständlich. Und ich habe mir nochmal die Farbe Neutral bestellt. Ich habe diese Farbe noch nicht, wenn das ist beige und ist neutral. Weil ich habe hier eine Schublade, zwei Shades, die mir persönlich etwas zu dunkel sind. Und ich will die ein bisschen versuchen aufzuhellen. Ich kann zum Beispiel diesen sehr gelbstichigen überall super geil reinmachen. Das verändert ein bisschen auch die Konsistenz der verschiedenen Foundations. Und die fand ich sehr, sehr cool. Dann habe ich mir von derselben Marke Brushes gekauft. Und zwar habe ich mir hier einmal die LA Girl Pro Brush gekauft. Ich werde euch auch den Preis, den ich bezahlt habe mit den 30%, gerne unten reinschreiben, wenn ihr das möchtet. Also das hat sich für mich persönlich extrem gelohnt. Ich habe hier zwei Seiten, genau. Ich schreibe euch einfach praktisch diese Sachen, die ich bezahlt habe, einfach unten rein. Berücksichtigt aber bitte, dass es die 30% sind. Auf jeden Fall ist das hier diese LA Girl Stippling Brush, weil ich habe ja angefangen, sehr viel Cremeprodukte zu benutzen. Und ich brauche mittlerweile auch irgendwie so ein... Ich habe ja immer so... Das ist ja meine Primark Stippling Brush, aber die ist halt richtig fett. Und ich wollte halt so ein bisschen... Ja, so ein bisschen... Eine, die ein bisschen besser so in die Ecke da reinpasst, an meiner Wange entlang. Und ich habe das jetzt gesehen bei jemandem aus dem YouTube, dass das eine sehr, sehr gute Brush sein soll. Die fühlt sich auch super an. Ich bin gerade eh auf dem Brush-Trip, Leute. Also ganz übel. Ich habe übrigens eine totale Empfehlung für euch. Und zwar gibt es jetzt bei Primark ein Blender-Brush-Set. Und zwar für 4 Euro, Leute. Ich habe mir jetzt... wieder angesummt. Hab mir jetzt 5 von diesen Päckchen gekauft. Ich habe knapp 20 Euro bezahlt. Das ist mit Abstand die softeste Blender Brush, die ich je für Geld gekriegt habe. Ich bin ja sowieso so ein bisschen so ein Pinsel-Junkie. Moment. Und ich habe mir auch was ganz Cooles bei Primark noch gekauft. Schaut mal diesen Ständer da. Und das sind ja so die Brushes, die ich tatsächlich benutze und brauche. Ich würde auch gerne mal ein Video darüber machen, praktisch was für Brushes ich benutze, welche Marken und so. Aber ich versuche es euch mal zu zeigen. Da vorne sind jetzt zum Beispiel meine Lip Pencils. Und ich habe hier mir so ein Körbchen gekauft. Das ist voll geil. Das hat 8 Euro gekostet bei Primark. Und da kann ich halt mal knallhart neben mir die ganzen Pinsel so
bewahren. Und es sieht halt einfach so, so schick aus. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Dann habe ich mir die LA Girl Sponges, die Blending Sponges gekauft. Und zwar habe ich auch nur Gutes von den Ami-YouTubern gesehen. Ach, das verschiebt sich immer so ein bisschen. Das sieht dann immer dumm aus. Das ist übrigens mega bequem, Leute. Also ich bin mir sicher, dass es nicht das letzte Piercing ist. Ich habe mir schon überlegt, hier irgendwie eins reinzumachen. Oder das Medusa-Piercing. Das ist auch noch sowas, was ich enorm geil finde. Da muss ich allerdings nochmal überlegen, weil, also das hat überhaupt nicht wehgetan. Ich habe ein bisschen mehr Geld ausgegeben fürs Stechen. Ich habe dann so ein Anästhetikum bekommen, praktisch so ein Spray. Da habe ich eine 30 Minuten draußen im Wartezimmer gesessen. Und es war super. Also ich habe gar nichts gespürt. Das war total geil. Zurück zu den Sponges. Die Sponges sind super toll. Also das sind so, ich sag mal so, ich will jetzt nicht dupe sagen, aber das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute, die mit den Beauty Blender verglichen worden sind, weil die gemeint haben, ja, die sind halt so teuer, die Beauty Blender, und die von LA Girl haben jetzt praktisch qualitativ ähnliche rausgebracht. Die will ich auch unbedingt mal testen. Die kommen jetzt aber erstmal, ich weiß jetzt noch nicht, wo ich sie hinpacken soll, meine Backup-Schubladen sind schon rammelvoll. Muss mal schauen, vielleicht packe ich sie auch da hinten rein. Ich weiß gar nicht, wo meine ganzen Sponges gerade sind, glaubt ihr das? Ah, hier unten. Ich habe die Schublade. Oh, sorry. Und auf jeden Fall habe ich, ich habe so ein paar Sachen gekauft. Und zwar habe ich mir auch von Morphe. Ich habe nämlich gesehen, die Laura Lee, also ich mag sie eigentlich ganz gerne. Sie ist zwar schon ein bisschen schrill, aber sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Also ganz ehrlich, also sie ist sehr erfolgreich, na, läuft jetzt gerade auf die 5 Millionen Abonnenten zu. Und ich habe mir jetzt die, okay, das ist die Y14 Brush. Und zwar ist das diese Highlighting Brush von Morphe. Diese goldene Edition. Und ich habe halt gesehen, dass da halt voll viele mega mit Highlighten. Und ich probiere das jetzt mal, weil ich hier nämlich bestimmt irgendwo... Ah, schaut mal, ich nehme mal den Love Highlighter. Da wird es auch ein separates Video nochmal zu geben, beziehungsweise ein Haul-Video. Das werde ich euch am Freitag hochladen. Am Sonntag. Und das ist einer von diesen Putty-Highlightern, die es gerade gibt. Und diese Brush ist halt mega toll, weil die halt so, so klein ist, dass man halt wirklich sehr precise irgendwas highlighten kann. Das finde ich halt mega cool. Ich wollte halt nicht immer so eine Fett-Highlighting-Brush, weil das würde mich jetzt persönlich stören. Aber der passt genau dahin, wo man hin soll. Und die finde ich auf jeden Fall mega, mega gelungen. Ich weiß nur nicht, wo die anderen Sachen immer sind hier. So. Und auf jeden Fall habe ich mir von Morphe nochmal zwei Sachen bestellt. Und zwar einmal einen Highlighter und einmal eine ganz, ganz tolle Palette. Ich habe jetzt mal hier so ein Morphe High Impact Highlighter. Eigentlich hätte ich den auftragen sollen. Das kann ich ja trotzdem noch machen. Und zwar kommt er in so einer Verpackung. Schaut mal. Meine Nachbarn ziehen heute ein, die neuen. Ich bin mal gespannt, wie die sind. Und zwar ist das so einer in der Farbe Illuminator. Der heißt Extra. Jaclyn Hill hat in den Monatsfavoriten von sich gesagt, dass die wirklich enorm gut sind. Dass aber viel zu wenig drüber sprechen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Oh mein Gott. Oh, Leute. Also das ist der perfekte Ton. Oh, also der ist super butterig. Also so. Und ihr seht ja, wie viel Highlight ich auftragen kann. Ich swatch euch den mal. Also super blinding. I like it. I like it. Der hat, ich glaube, der hat auch recht wenig gekostet. Der hat nämlich gekostet, Leute. Oh, meine Katze hat mein Ringlicht fast umgeschmissen. Jesus Christus, Maria, die Lilly ist schon wieder da. Das kleine Monsterchen, die tritt immer dagegen die Lampe. Du Hexe, du. Auf jeden Fall, heute wird irgendwie alles gestört. Und auf jeden Fall, das ist ein ganz, ganz toller. Der ist in der Farbe Extra und es ist so ein Champagne-mäßiger. Aber der ist auf jeden Fall richtig schön, Leute. Oh mein Gott. Ich bin obsessed mit manchen Sachen. Dann habe ich mir noch eine Morphe-Palette gekauft, die 35B-Palette. Die sind mittlerweile alle gerepackaged, also ich finde es auch voll schön. Dadurch, dass es da 30% gab, war es halt echt ein Schnäppchen. Ich habe für die Palette
Ich liebe ja Katie Michaelis und das ist eine ganz, ganz tolle YouTuberin, die mit dieser Palette so schöne Looks gemacht hat. Da wird es auch ein separates Tutorial zu geben. Ich will unbedingt mal so ein Sunset in Blaugrün oder irgendwas. Also auf jeden Fall ist es eine YouTuberin, die ich unnormal gerne habe. Die hat so schöne Looks, Leute. Ich liebe diese Palette und die benutzt die so, so oft, dass ich jetzt irgendwann echt gesagt habe, hey Leute, ich muss endlich diese Palette haben, weil irgendwie ich die ganze Zeit die gewollt habe. Und schaut mal die Farben an. Das sind halt wirklich so vom Regenbogen alles. Man kann natürlich super neutral gehen. Ihr könnt auch so ein Aprikot, ein bisschen schwarz, und dann sieht es halt auch sehr fresh aus. Aber ehrlich gesagt bin ich jetzt ja nicht so der dezente Typ, muss ich sagen. Ich finde auch gesagt, auch dass die Piercings zum Beispiel finde ich jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Es macht mich weder unweiblich noch sonst irgendwas. Aber wie gesagt, ich mag diese Farben ganz, ganz, ganz arg. Und immer sehr, sehr gut, wenn große Sales sind, ist auch immer, wenn man Jeffree Star Produkte kauft. Jeffree Star ist, ihr kennt ja, ist ja bekannt, dass ich den sehr, sehr gerne mag. Das ist mir echt recht bewusst, was immer andere Leute zu dem sagen, ja, was er gemacht hat, was er nicht macht oder so. Leute werden heutzutage für viel weniger verurteilt, wie nur irgendwas in seiner Vergangenheit gemacht zu haben. Ich finde aber seine Produkte sehr, sehr gut. Außer die Highlighter, die finde ich ein bisschen scheiße. Also die finde ich sogar ziemlich scheiße, weil ich finde die Konsistenz überhaupt nicht gut. Ich trage momentan den Calabasas und ich habe mir tatsächlich ein Backup von Calabasas gekauft, weil ich der Meinung bin, dass ich bald den Boden kratze von diesem Lipgloss. Also das ist ja praktisch ein Liquid Velour Lipstick und zwar in dieser wunderschönen Farbe. Ich hoffe mal, der gute Freund zoomt jetzt. Zoom, 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 zoom. Hey, zoom, 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 zoom. Also auf jeden Fall, das ist so ein ganz, ganz toller Rosenholzton, den ich wirklich, wirklich oft trage. Völlig unbewusst eigentlich. Ich habe auch immer nie so Bock, so brutal viel rumzukruscheln irgendwie. Ich stehe da eher so drauf, dass ich dann so zack, zack. Ich trage den immer mit dem Lip Liner. Sweetheart heißt der, glaube ich. Ich glaube, der, doch, der heißt Sweetheart. Und den trage ich in Kombination eigentlich ganz gerne. Wenn ich den zum Beispiel ein bisschen rosa, pinkener haben will, dann mache ich dann noch einen anderen. Also da kann man eigentlich auch einen roten Lip Liner zu tragen. Das ist wirklich immer, immer geil. Das wäre aber diese Farbe. Ich lasse den aber allerdings zu, damit ich weiß, dass es eigentlich ein Backup ist, ja. Dann habe ich aber nochmal drei neue Farben gekauft. Ich habe die Farbe Anna Nicole gekauft. Und Anna Nicole ist ein ist ein so schönes Rot-Orange. Ich swatch den euch. Ich versuche euch den mal anzuzoomen, Leute. Der ist so richtig orange-rot. Ich versuche euch mal im Gegensatz dazu ein paar andere zu zeigen, die ich habe, die auch so ein bisschen in die Farbfamilie gehen. Zum Beispiel, um euch so ein bisschen so einen Dupe-Alarm zu geben. Zum Beispiel hier habe ich den Africa Kiss von Essence. Das ist ja praktisch so ein Lippenstift, den ihr aus der Avengers Awaits ab, praktisch LE bekommen könnt. Und ich habe jetzt praktisch trotz allem Liquid Lipsticks natürlich in der Form gesucht. Und ich habe jetzt hier den Mr. Rupert von Too Faced. Ist auch so ein richtig geiles Orange-Rot. Und ich wollte halt in der Formulierung von Jeffree Star was Ähnliches haben, weil ich weiß 100%, dass ich das ganz häufig tragen werde. Und das wäre jetzt Anna Nicole. Ist alles sehr ähnlich, muss ich sagen. Anna Nicole ist halt, ihr kennt ja bestimmt Anna Nicole Smith, die lebt ja leider nicht mehr, aber beziehungsweise brauchte die irgendwie niemand. Ich hatte immer nur skandalmäßig viel von der gehört. Das ist praktisch der Essence Lippenstift, den ich auch sehr schön finde, ehrlich gesagt. Dann hier der Mr. Rupert und das ist praktisch Anna Nicole. Ich finde, die Farben kommen sehr gut aus einer Familie. Und ich mag auch das Packaging. Natürlich, der Calabasas kommt aus der Summer Chrome Collection. Das ist natürlich das war damals sozusagen ganz neu. Dadurch, dass aber Calabasas unnormal gut angekommen ist, haben sie die praktisch in die, also normale Farbrange mit reingenommen. Und deswegen sieht der auch so aus. Also sehr, sehr schön. Also jetzt, wenn ich hier genau hingucke, hoffe ich, dass es derselbe ist, weil der untere ist mein Calabasas. Ich werde jetzt mal swatchen, weil jetzt bin ich ja doch interessiert. Also, hier habe ich Calabasas neue Pack, also neue Verpackung. Und hier habe ich Calabasas alte Verpackung. Okay, sie sind gleich. Schwitz! Schaut mal, sie sind halt noch nicht beide trocken, aber sie sehen hier mega gleich aus. Ich finde den noch ein bisschen cremiger, den einen da.
von mir, aber ist derselbe Farbton. Sieht man jetzt nicht, weil das Licht so blöd da drauf scheint. Ich habe mir halt, wie gesagt, ein Backup gesichert, weil wenn ihr halt Farben sehr oft benutzt, ist es natürlich nicht blöd, Backups zu haben. Dann habe ich noch die Farbe Allegedly. Lesen. Lest selbst. Allegedly oder irgendwie sowas. Das ist auch so ein Calabasas ähnlicher. Nur das ist so ein ganz toller peachige Braunton. Und ich mag solche Töne total. Das ist so diese Art von Nude, die ich gerne trage. Also ich mag jetzt nicht dieses Nude-Nude, sondern eher dieses Nude. Also dieses Braun-Nude, wo einfach auch noch ein bisschen was aussieht. Und dann habe ich hier nochmal eine Farbe Pumpkin Pie. Also praktisch Kürbiskuchen. Und die Farbe fand ich richtig geil. Ich sehe erst jetzt, dass da Reflex drin sind. Es ist ein Orangebraun und da sind kleine Reflex drin an Glitzer. Und ich wollte halt mal so eine Formulierung austesten. Ich finde nämlich diese Farben unnormal schön. Ich hatte in der Farbe mal eine von Make-up Revolution. Nur Make-up Revolution, muss ich euch sagen, hat gar keine guten Liquid Lipsticks. Die sind trocken, die sind beppig und die sind so schlimm trocken, dass mir echt die Lippen raufreißen. Und das ist auf jeden Fall Pumpkin Pie. Der ist super, super schön. Das war auch schon mein Beauty Bay Haul. Also dieser Beauty Bay Haul hat sich schon sehr unterschieden wie von den anderen. Ich habe sehr viel hirnvoller eingekauft. Das ist mir super schnell aufgefallen, weil ich hatte wirklich noch mal 20 Items mehr, auch von der Jet Set Collection von Jouer. Ich habe aber festgestellt, dass ich eigentlich nicht noch mehr brauche. Also ich brauche jetzt nicht so viel testen. Also wenn natürlich noch mal ein Sale kommt, ich fülle halt immer mein Basket so voll, meinen Warenkorb praktisch mit Sachen, die ich haben möchte. Somit waren jetzt auch diese drei Farben von Jeffree Star in der Verpackung. Da wusste ich, dass ich ehrlich gesagt zu neugierig bin, dass ich das nicht testen möchte. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr diszipliniert gewesen. Ich habe zum Beispiel auch sehr auf funktionelle Sachen geachtet, wie zum Beispiel so Highlighting Brushes oder jetzt, wie gesagt, wo ist die kleine Mini Baby Stippling Brush? Also die ist jetzt irgendwo hingelandet. Die Stippling Brush zum Beispiel, da habe ich jetzt zum Beispiel echt drauf geachtet. Und mir war das halt sehr wichtig, dass ich halt sehr, sage ich mal, praktische Sachen mir nehme. Ihr habt ja gesehen, wie massiv meine Pinselsammlung zum Beispiel ist. Und ich habe ja auch von vielen da hinten noch Backups, die ich einfach aus Limited Editions habe. Dadurch, dass ich ja jetzt die Heidi kennengelernt habe, komme ich halt auch zum Beispiel sehr, sehr cool, auch günstiger an Pinsel ran. Wie zum Beispiel jetzt diese Brush da. Ich zeige euch mal die, was ich unnormal gern habe. Diese Essence I Want Candy Brush. Leute, wenn ihr noch keine Foundation Brush habt, testet die. Ich habe die noch bei der Heidi gefunden. Und ich verlinke einfach mal den Shop unten. Also guckt einfach mal rum. Es sind wirklich tolle Produkte dabei. Ich habe wirklich nie bereut, irgendwie natürlich einzukaufen. Ich schreibe euch sehr, sehr gerne unten praktisch die Preise rein und die Farben meiner Liquid Lipsticks und so. Ich finde, man muss in dieser Beauty-Community, glaube ich, sehr, sehr häufig immer mehr drauf sich auch reflektieren, ob das, was ihr halt kauft, meine Schätze, auch wirklich das ist, was ihr braucht. Ich habe zum Beispiel diese MAC Collection von Patrick Star ist so geliebt hier, so geliebt. Selbst die Glosse trage ich. Zum Beispiel jetzt diesen pinken Gloss habe ich jetzt auch schon hier drüber getragen. Also ich zeige es euch mal, wie das aussieht. Das sieht so cool aus. Und zwar tragt ihr den einfach nur hier in der Mitte auf und verreibt eure Lippen und ihr kriegt dann praktisch so einen bläulichen Schimmer auf eurem Calabasas. Mir gefällt das zum Beispiel wahnsinnig gut. Die Lippenstifte zum Beispiel, ja. So schade ich es oft finde, dass sie so klein sind. Das ist halt, also die sind auf jeden Fall schon einen Ticken kleiner wie die normalen. Den da habe ich jetzt noch nicht häufig getragen. Und wenn ich den getragen habe, damit fetten Lashes. Ich übe jetzt ganz, ganz viel Lashes auftragen, weil ich ja für die Glow. Ich habe Kontaktlinsen extra gemacht, dass ich praktisch auf der Glow mein schönes Make-up zeigen kann. Ich habe schon so ein paar Ideen, in welche Richtung das gehen wird. Eine sehr gute Freundin von mir kommt auf jeden Fall mit auf die Glow. Mein Mann kommt mit und ihr Freund kommt mit. Berlin wird bestimmt verdammt cool. Und wie gesagt, so Sachen wie zum Beispiel jetzt sowas, das hier eine Morphe-Palette, die ihr sonst einfach ehrlich gesagt nicht kaufen würdet, weil sie halt jetzt euch voll ins Auge sticht, ja. Sage ich euch ganz ehrlich, macht's einfach. Ihr werdet es absolut nicht bereuen. Wenn ihr 30% weniger zahlt, dann zahlt ihr gerade mal 16 € für so eine Palette. Ich finde halt schon, dass Morphe eine wahnsinnig coole Auswahl hat. Ich mag jetzt auch nicht jede von Morphe. Ich habe jetzt einige von Morphe da. Ich habe jetzt zum Beispiel diese,
Ich zeige euch mal, ich glaube, ich nehme euch mal ein Stück zur Seite. Und zwar habe ich, die, ich weiß gar nicht, wo die eine Paletten immer hingelandet sind. Also ich habe hier ganz arg viele, die ich jetzt gerade hier nicht in der Hand habe. Zum Beispiel, welche ich unnormal liebe, sind die, ist diese hier, diese Dare to Create Palette. Das ist auch so eine richtig geile. Und ich habe, glaube ich, habe noch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo die ganzen Paletten sind. Ich habe neulich hier aufgeräumt, Leute. Ich war, glaube ich, ein bisschen zu gründlich. So habe ich nämlich langsam das Gefühl. Hier ist sie nicht und da ist sie nicht. Also wo ist sie denn? Put, 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 put. Also, somewhere over the rainbow ist auf jeden Fall die sind die Paletten. Ich habe noch die 3502 Palette, natürlich die Jaclyn Hill Palette. Und diese Paletten sind einfach iconic. Also wenn ihr die einfach habt, das ist so ein tolles Teil für eure Sammlung. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die jetzt hier schon sind. Nee, wartet mal. Ich weiß, wo ich die Paletten habe. Schaut mal, wie blöd ich bin. Die liegen hier unten und ich sehe es wieder nicht. Schaut mal, ich habe hier, jetzt seht ihr mal, ich habe diese 350 Palette. Sehr schöne Palette, Leute. Super warm und super toll vom Style her. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Und natürlich die Jaclyn Hill Palette benutze ich aber momentan super wenig. Und deswegen ist es für mich einfach sehr, sehr wichtig, mich gerade absolut zu limitieren, was brauche ich tatsächlich und was nicht. Es ist wirklich, wirklich wichtig. In dem Schlusswort sage ich euch einfach auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann praktisch am Sonntag. Morgen fahre ich zu meiner Alida. Ich bin ganz aufgeregt und ich freue mich, meinen Schatz endlich wiederzusehen. Meine Süße, ich liebe dich und wir sehen uns auf jeden Fall morgen zum Frühstück. Und ich bin auch sehr gespannt, Alida, ihr Mann, der Mo, trifft auch meinen Freund, den Mark. Und ich hoffe, dass sie sich gut verstehen werden. Wir haben schon so Spieleabend. Alida hat so eine tolle Virtual Reality Brille ihrem Mann gestern zum Geburtstag geschenkt. Und da sind wir mal ganz gespannt. Ich denke, auf Instagram wird es bestimmt wahnsinnig witzige Videos geben. Folgt mir da gerne. Ich schreibe den Link euch unten ran. Dort heiße ich Jenny What Else YouTube. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, ihr Süßen.